Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf Spieltrieb TV zu einer weiteren Folge Let's Play Europa Universalis 4. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja ein klein wenig um die Algerier gekümmert und ihnen auch mal gleich zwei Provinzen abgezockt. Ansonsten war nicht allzu viel los, außer dass unser allzu schöner König sich dem Ableben näherte und sein Nachfolger leider Gottes eine totale Nulpe ist. Ja, das wäre an sich nicht das großartige Problem, die 30 Jahre, die der vielleicht noch aushält, vielleicht ein bisschen länger, könnte man eventuell überleben. Das große Problem ist aber, ihr seht es hier drüben in der Stabilität, ja, die Berber sind nicht so wirklich zufrieden damit, dass wir ihre Provinzen übernommen haben. Und die in Grenada, diese Grundproblematik liegt immer noch darin, dass wir halt, ja, es ist halt immer noch nicht wirklich uns. Am 11. November 1944. Das ist ja... Ja. Also, sprich, wahrscheinlich am Ende des Spiels oder so. Ja, also, wir haben ein ziemliches Stabilitätsproblem. Das Problem ist auch, dass wir dadurch, dass der Nulpenkönig nulpig ist, kriegen wir kaum administrative Macht. Das heißt, wir können kaum die Stabilität signifikant erhöhen. Und das ist scheiße. Das bedeutet, wir werden jetzt damit leben müssen, dass wir häufiger Rebellen bei uns haben werden. Es wird sich wahrscheinlich nicht großartig vermeiden lassen. Von daher machen wir auf jeden Fall mal, weil die Berber sind aktuell das größere Problem. Da investieren wir jetzt einfach mal 100 Macht, 100 Macht, um die halt ein bisschen zu unterdrücken. Und die lassen wir offen. Das ist, ja, das ist blöd. Das ist sogar richtig doof. Ich fällt auch gerade nicht ein, was ich jetzt tun soll. Scheiße, weiß nicht, was man tun soll. Naja, lass mal die Zeit weiterlaufen. Ich stück mal auf 3. Was tun? Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich jetzt mich noch weiter um die Algerier kümmern könnte. So, schön geflissentlich. Gentner, Varadoledo, das Marokko hatte Schwartau schon einen Anspruch. Aha. Was sollen die Marokkaner also auch noch mit da spielen? Naja. Ja, das ist alles nicht schön. Also ich hätte eigentlich gehofft, dass ich jetzt in der Folge mich ein bisschen mehr um Algerien kümmern könnte. So mal zwischendurch. Mich ein klein wenig mehr an denen zu ergötzen, aber das sieht wohl nicht sehr gut darin aus. Ich werde trotzdem schon mal einen Anspruch geben. Wo ist das? Ach, da unten. Ist okay. Einen Anspruch deklarieren. Ich nehme an, dass diese Kern... Das sind wahrscheinlich die Kern... Wie kann man das eigentlich sagen, dass das ihre Kernprovinz ist? Ach, hier. Ist das keine Kernprovinz? Doch. Wo liegt der Unterschied? Wo? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hätte ich ganz gerne zugegebenermaßen Algerien komplett unter meiner... unter meinen Fittichen. Das steht außer Frage. Geld machen wir soweit gut. Männer stark. Die Mannstärke steigt auch wieder. Hier haben wir unsere 28.000 Mann. Ich werde mal die 12 nehmen. Und die mal rüber schaffen. Ich hoffe, die 17 müssen eigentlich ausreichen, hier für die Dinge in Schutz zu sorgen. Beziehungsweise die überlassen die halt die 10 halt, genau. Wie viel kann er unterstützen? 24, das passt. So, dann haben wir hier nämlich wieder 11.000 Mann stehen. Granada ziehen. Falls jetzt sie unbedingt Ärger mit uns haben wollen, also falls jetzt irgendwelche Rebellen erscheinen, dass wir da zumindest irgendwas machen können. Ja, ansonsten, was haben wir hier unten los? Besetzt durch Genua.
Ich wundere mich, dass die alle hier unten leben, ehrlich gesagt. Weil diesen Flickenteppich, das ist ein schöner Flickenteppich, sehr realistisch. Des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation, glaube ich, heißt es, ja. Aktuell, wir können hier unten nochmal gucken. Unter Kontrolle von Österreich. Der auch schon die Reichsreform durchgebracht hat, also dass jetzt zentralistisch geführt wird. Oh, leider ist er gestorben. Hier was in der Folie war, aber Verschluss. Ihr werdet einen guten Bischof abgeben. Prestige. Nö, Wasserfluss. Okay. Dann ist abgekratzt, bevor er irgendwas Sinniges für uns tun konnte. Das ist bedauerlich. Das ist bedauerlich. Wir werden den hier unten noch ein bisschen bearbeiten. So, haben wir jetzt endlich genug für unseren Marktplatz. Ja, das ist natürlich unendlich wichtig. Ja. Weil der Marktplatz bietet uns die Möglichkeit, unseren Handelseinfluss zu erhöhen. Aktuell haben wir nämlich relativ wenig. Gut, wir haben 69%, aufgrund dessen wahrscheinlich die zwei Provinzen hier noch haben. Das ist nicht schlecht. Hier oben liegt ja nur bei 10. Das ist natürlich... Das heißt, wir kriegen aber 0,45. 5,4 meine ich von dem Scheiß, von dem Zeug. Das ist natürlich gar nichts. Ja, nichtsdestotrotz, wir werden versuchen, dann hier unten unseren Einfluss zu erhöhen. Das ist ja unser Haupthandelsplatz, Sevilla. Ne, hier oben Bordeaux ist halt so eine Tat, weil die Franzosen, man sieht es ja hier auch, wesentlich höheren Einfluss drauf haben. Wenn wir uns auf den konzentrieren. Gut, bis jetzt passiert nichts Großartiges. Das ist schön. Dann versuchen wir mal den kleinen Freund hier von der Seite zu ziehen. So, wie sieht es denn eigentlich generell aus? Verbesserte Beziehung 88. Brauchen wir nicht weiter. Was ist mit Aragon? Haben die vielleicht Bock, uns eventuell eine Staatsehe anzuleiern oder so? Gleiche Dynastie, verbesserte Beziehung. Wie sieht es denn aus? Anspruchfähigen brauche ich nicht. Dynastie war das, glaube ich. Tup. Wollen sie nicht. Papstaktion brauche ich auch nicht. Schade. Ach, ich muss zugeben, mich wird schon... Ups. Ah, okay. Könnten das jetzt mit Algerien rumbashen. Wollen wir aber nicht. So, Frankreich hat uns langsam keinen Bock mehr. Auf uns. Sind aktuell aber Gott sei Dank nicht so stark. Ich hatte ein Spiel gehabt, da sind die... Was haben wir jetzt? 58, ja. Da waren die um 60 rum. Da hast du alles nur noch in diesen lila-blau gesehen. Das war ganz übel. Diesmal scheint England ein bisschen mitzuhalten. Also es ist tatsächlich so, jedes Spiel ist anders. Also jedes Spiel ist wirklich komplett... Es gibt so ein paar Grundentscheidungen, die sich immer gleichen, aber im Großen und Ganzen ist tatsächlich die Entwicklung total offen. Und das finde ich auch ganz nett eigentlich. So, hier haben wir Florenz. Oh mein Gott. Hier wird gekämpft irgendwie. Ich vermute mal Rebellen. Ja, aber trotzdem, es nervt mich, es nervt mich, es nervt mich. Ich sag's ganz offen. Befehlshaber ist gestorben. Na, das natürlich auch noch. Das natürlich auch noch. Um das Ganze noch ein bisschen zu verbessern. Der Befehlshaber war, glaube ich, hier. Oh, das war so ein guter. Betet mit mir. Betet mit mir. Ich habe nicht so viel Macht. Ah. Oh, das hilft ja nichts. Und die werden nicht besser mit der Zeit. Glaube ich zumindest nicht. Aber ich denke mal, gegen die wird es ausreichen. Die haben jetzt, wie gesagt, der hat... Also, die müssen ziemliche Probleme haben. Man sieht es hier in drüben, sieht man den Grundsteuerwert. Man sieht hier unten auch die durch die Produktion und den Gesamtwert. Und ihr seht, das ist die einzige Provinz, die noch ist Jazair. Die wirklich noch richtig abwirft. Von denen die wahrscheinlich größtenteils leben. Und die werde ich mir definitiv demnächst holen. Also im nächsten Krieg ist der auf jeden Fall dran. Das steht außer Frage. Klar, hat gewählt. Clemens der Siebte, ja, ist neuer Papst. Wenn er meint, dass er das möchte, dann soll er das sein. Nicht so? Aber wir haben ja wirklich die Konklave voll in unserer Hand. Das ist schön. Ich weiß noch nicht, was es bringt. Es mir jetzt mal einen Diplomaten zum Beispiel. Also ich habe ein bisschen mehr diplomatische Möglichkeiten, die ich jetzt auch nutzen werde. Ich will mal kurz gucken, wie es mit Vatikan aussieht. Verbesserte Beziehungen sind okay. So, und was wir jetzt noch überlegen könnten, ja, das ist ja auch alles hübsch. Was ist mit Libyen? Was ist denn das für ein... Ich hatte
Die Marmelucken. Taugen die was? Können die was? Vasallen. Ah, mit jedem Waffenruhe mit Nase wird den nicht. Ach, wir können ja mal, wenn den schicken, mal guten Tag sagen. Unseren guten Willen zeigen. Schicken auch mal hier wieder. Wie sieht es hier aus? Ich glaube 88, 85 verbessern wir auch nochmal. Die haben eh nicht gerade zu tun. Und bevor sie sich anfangen zu langweilen. Ich weiß nicht, muss man vielleicht alle Kardinäle haben, um dann den Papst zu stellen? Ich habe keine Ahnung. Wenn man überhaupt den Papst kontrollieren kann als solches. Ich nicht wissen. So, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Wir gucken mal ganz kurz. Ah, hier ist schon 18 Jahre alt. Eigentlich genau ideal. Man bringt meinen scheiß Vater um und alles ist gut. Er kann nichts. Taugt nichts. Kann man das eigentlich machen? Ich kann die Regierungsform ändern. Vom Feudal, was habe ich denn hier überhaupt? Nationale Soldatenanzahl. Einnahmen durch Vasallen. Was habe ich hier? Nationale Worten minus 1. Was das bedeutet? Ups. Gucken wir gleich mal. Und unrechtmäßige Forderung minus 10%. Unrechtmäßige Forderung. Nein, haben wir natürlich nicht. Das Revolten finde ich nicht. Aber was ich hier wiederum schön finde, ist eine Datenanzahl 10%. Das ist mir zur Zeit tatsächlich interessant. Also, was haben wir hier? Überseeterritorien sind bekannt dafür, nur schwer unter Kontrolle gebracht zu können. Und gute Vizekönige sind dafür unerlässlich. Manchmal läuft jedoch nicht alles nach Plan. Korrupte, käufliche Männer kommen an die Spitze. Kassieren bekommt den korrupten Vizekönig bis wird nur, wenn sie folgende Einnahmen hat, über sie Einnahmen minus 25%, Inflation 2%. Ja, bist du wahnsinnig. Ja, wir werden unseren blöden König nicht los. Das ist irgendwie unschön. Hätte ich gern anders. So, Inflation geht auch langsam ein bisschen hoch. Müssen wir auch irgendwo mal eingreifen. Technologie sieht ganz gut aus. Wie gesagt, sind wir noch ganz am Anfang. Missionen. Achso, wie man alle zum einen Glauben bringen. Das kann auch ein bisschen dauern. So, wie sieht es jetzt aus? Durch die. Wir haben ja hier Maßnahmen ergriffen. Das scheint offensichtlich gewirkt zu haben. Und hier auch. Es geht auch. Ich glaube echt, dass es mit den Truppen zu tun haben. Je höher die Truppen sind, desto. Ne, man sieht es ja auch, 1,4% und Gibraltar hat noch 1%. Ich nehme mal an, wenn ich dieses Mal teile. Ich versuche das mal jetzt mal auszufinden. Und schicke die nach Gibraltar. Das schauen wir gleich nochmal. Wenn ich jetzt mal irgendwie verstehe, dieses System hier. 4,1% liegt jetzt. Dann schauen wir mal. So. So muss entscheiden, bis mein Jungen vergehen. Es wäre sehr interessant zu wissen. Wahrscheinlich bin ich jetzt wieder zu blöd oder so und wahrscheinlich weiß jeder Mensch, dass das geht, aber. Nee. Ah, doch. Ah, doch. Man kann also tatsächlich mit den Truppen das Revoltenrisiko deutlich minimieren. 2,9%, 2,6%. Das ist. Okay. Da kommen wir mit dem. Die Überdehnung, wie gesagt, können wir aktuell nicht. Können wir eigentlich nicht großartig was gegen machen. Also ich würde natürlich versuchen, so schnell wie möglich eine zur Kernprovinz zu machen, auch wenn ich eigentlich Stabilität erhöhen wollte. Apropos Stabilität. Ganz wichtig. Und schon, ihr seht's, in einem Rahmen, wo wir sagen können, never mind. Aber schön zu wissen, dass tatsächlich die Truppen das Revoltenrisiko reduziert. Das ist gut zu wissen, weil ich eigentlich schon ganz gerne Algerien platt machen würde. Psst, aber niemanden erzählen. Naja, fällt es die noch zu früh und dann habe ich hier noch Probleme. So, wie sieht es aus? Urbino interessiert mich nicht. So, wie sieht es hier aus? Was machen die diplomatisch? Wie gesagt, Diplomatie ist das Beste. Wir sind weiterhin nur mit Tripolis beschäftigt. Haben Staatsend mit Marokko, was mich nicht weiter interessiert. Jede Menge Kriegsgründe gegen sich. Versucht gegen Aragon zu verbessern und gegen uns. Mhm.
So, die Waffenstillstand haben wir noch bis zum 21. März 1462, also noch 2 Jahre. Das ist gut. Das ist gut. Da können wir uns in den nächsten 2 Jahren noch ein bisschen wieder erholen. Vor allem was die Mannstärke betrifft. Man sieht es ja hier auch, die wird monatlich nur um 200. Ach, ich muss mich kurz kratzen. Nee. Das ist Real Life, Jungs. Nichts vorbereitet. Man muss sich ab und zu auch mal wirklich kratzen. Ach, so. Dass die wieder auf 27.000, das wäre natürlich ideal. 10 Jahresmannstärke, okay. Eigentlich brauchen wir sie nicht. Also ich denke mal, ups, pausiert es Gott sei Dank, gut. Ich denke mal, dass die Algerier, ah doch, sie haben 12.000 mögliche Truppen. Ja, Truppenstelle von 9 nur. Also 9.000 Mann können mir maximal entgegenstehen. Und das ist eigentlich, ja, nevermind, das ist nicht weiter schlimm. Feinde der Aufklärung. Ups, als typische Reaktion auf ganz verschiedene Arten von Problemen war, was? Obskurantismus in den meisten Ländern gang und gäbe, zumindest bis das Zeitalter der Aufklärung der meisten fortgeschrittenen westlichen Europas ausbreitet. Wissen ist Macht. Kastin bekommt Obskurantismus bis 1, bis, was den Folgeeffekt hat. Risiko nationaler Revolten plus 2. Was? Ignoranz ist ein Segen, verliert 33 Prestige. Ja, Ignoranz ist tatsächlich ein Segen. Ich will nicht noch höher werden. Ich habe ja schon so hohe Revolten. Will ich nicht noch mehr? Ich wahnsinnig. So, Gebäude. Können wir denn jetzt schon wieder... So, wir können jetzt schon einiges bauen. Man sieht es hier. Und ich will auf jeden Fall Markt. Das kostet 50 und 10. Das, oh, es kostet Diplomatie. Oh, ich voll honk. Ich dachte, das kostet Administrative. Oh, bin ich ein Failbot. Oh, scheiße. Nun gut, dann werden wir mal gucken. Also ihr seht, das ist der... Was ist das eigentlich? Der zusätzliche Handelseinfluss, den wir dadurch gewinnen. Und... 1,2 ist überall gleich. Ihr seht es ja. Aber so muss man ein bisschen drauf achten. Wir werden jetzt 3, 4. Erstmal nur 4 davon. Und ein Dock hätte ich ganz gerne. Und zwar hier drüben. 39. Jo. Oh, der hat hier schon groß. Dann mache ich da. So. Gehen wir ein bisschen ran, da kann man hier schön diese Symbole sehen. Das sieht ja schon wieder gut aus. Wir haben 2 Kardinäle auf unserer Seite. Wir lassen die einfach mal so weiterlaufen. Sieht gut aus. Sieht gut aus. So wie sieht es handelseinflussmäßig aus? 67%. Ups. Kurz mal stopp. Ein Kardinal ist nicht mehr. Mal gerne mal Pop-up und Pause, dann spare ich mir das. Wer wollte denn hier wieder mal? Wer ist denn hier so frech? Eieieiei, was die schon alles gekommen haben. Um dem wird es wahrscheinlich gehen. Nun gut. Nun gut, wie sieht es denn Uhr generell aus? 3,81, die Mannstärke steigt Stück für Stück, das ist fein, Stabilität passt. Prestige, naja, könnte ein bisschen besser sein. Legitimität ist richtig gut. Ey. Dieser Nulpenkönig, der kann nix. Der kann echt nix. Verdammte Scheiße. Autsch. Nerv. Gottes Willen, kann der nicht abkratzen. Irgend so ein schönes, das wäre der einzige König wahrscheinlich, wo ich mich freuen würde, wenn jetzt irgendeine Nachricht käme, so irgendein Zufallsding und dann plopp, tot. Oh, wäre das geil. Irgend so ein Giftgasangriff oder keine Ahnung. Schlechtes Obst gegessen, schlechtes Fleisch. Vom Stier in Toledo platt gemacht worden oder irgendwas. Das wäre ja so nice. Ach, wäre das nice. So, mir ist gerade ein bisschen langweilig. Ich gucke ein bisschen rum. Ich gucke mal ganz gerne rum. So ein bisschen zu wissen, was los ist. Also hier kommt auch hier schon. Wird auch. Die Ungarn werden auch zunehmend eine interessante Alternative. Die werden auch immer größer. Oh, was ist hier mit den Ottomanen, ne? Die sind natürlich... Die haben doch ein klein wenig ein Problem gegen das Byzantinische Reich. Gott, ich hatte mal gelesen, ich habe ein bisschen im Internet auch kundgetan, dass das Byzantinische Reich soll sehr schwer zu spielen sein. Weil die Ottomanen relativ schnell mit denen anfangen, aufs Maul zu hauen. Hm, hier kriegen sie nur aufs Maul. Hm, nun gut. Jetzt machen wir mal hier drüben, wie es drüben in der Welt aussieht. Ach, das ist unaufgeklärt. Okay. Wie weit haben wir es denn aufgeklärt? Bis Kasachstan.
Okay, Schweden. Das ist echt schön gemacht. Sorry, ich muss mich gerade ein bisschen ergötzen. Das ist echt schön gemacht. Schön übersichtlich. Ja, und hier, ja, das ist halt tatsächlich nicht ganz unrealistisch. Also das Heilige Römische Reich war nicht gerade für seine Stabilität berühmt. So, wir geben dir nochmal ein, geben dir nochmal einen mit und gut ist. Schauen, wie es unsere. Hier drüben sieht man übrigens unser Gebäude noch. Das läuft alles ganz gut. So, jetzt müssen wir ein bisschen überlegen. Jetzt müssen wir ein bisschen überlegen. Investiere ich noch ein bisschen in Armee? Und gehe dann gegen die vor. Ich meine, die haben nur 5000 Mann. Sind auch immer noch alleine. Ja, dass sie uns nicht mögen, ist verständlich. Bis März 62 war es, ne? Ja, bis März 62. Ich würde sagen, Anfang des Jahres 62 fangen wir dann nochmal an, 10.000 Mann aufzubauen. Ja, Anfang. Na, oder lieber jetzt. Naja, es ist dann wiederum Kostenfaktor. Nee, wir warten. 10.000 Mann, das geht eigentlich. Das ist ein Drittel von dem, was wir jetzt zahlen. Das wäre also gut 3 Gold. Na gut, das ist ganz schön viel, 3 Gulden. Ja, die Frage ist, brauchen wir die? Brauchen wir die? Letzten Endes kann ich die auch zusammenziehen. Zockt die runter nach Langwatt. Wie auch immer es ausgesprochen wird. Langwatt. Versuche die 5000 irgendwie zu kriegen. Und dann ist ja eigentlich Essig mit Friede, Freude, Eierkuchen. Zur Not haben wir die 11.000 hier drüben, die wir schnell holen können, falls uns irgendwie. Ja, schwierig, 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 schwierig. Sehr schwierig. Achso, wir können das Handelseinfluss, haben wir jetzt ja fertig. Und guckt, das ist jetzt hier auch bei 72%. Haben wir jetzt also deutlich gewonnen. Und das ist halt mit einer der großen Vorteile des Marktplatzes. Dass der halt doch deutlich wirkt. So, hier sieht man auch, Pause. Hier sieht man auch übrigens ganz wichtig, ja, warte mal ganz kurz. Hier war jetzt hier rum. Der Vatikan. Das habe ich immer vergessen. Krieg gleich nochmal neu. Okay. Handelsansicht. Ah, nee, falsch. Da war ich nicht. Ich war da. Marktplatz. Hier sieht man übrigens etwas ganz, wenn man nicht genau weiß, was die einzelnen, wie groß der Anteil an dem Handelseinfluss die jeweilige Provinz hat, fand ich diese Übersicht relativ übersichtlich. Deutsch ist total geil heute. Und zwar sieht man hier, dass Andalusien halt einen sehr großen Anteil hat. Also macht es natürlich schon Sinn, hier nochmal einen Marktplatz reinzubauen, um dann nochmal einen draufzusetzen. Ja, also das ist, hier drüben brauche ich noch den Dock, den ich wollte. Das Dock, was ist denn heute los, Mensch? So, und dann lassen wir das erstmal. Versuchen, das nicht zu teuer werden zu lassen. Wir versuchen, unser Geld nicht zu weit nach unten zu fahren. Das dauert, wie gesagt, ein Jahr. Und wir haben es jetzt Anfang 62. Das geht verdammt schnell manchmal. Wir haben 4,38 plus. Wir haben 20.000 Mann. Wenn 20.000 Mann gegen 5.000 Mann nicht ausreichen, dann weiß ich es auch nicht. Weiterhin nur Tripolis. Und die sind bis März noch unsere, in Anführungsstrichen, Freunde. So, wie sieht es mit Tripolis aus? Tripolis, Gottes Willen, müssen wir ein paar Dinger hier verschwinden, damit man hier ein bisschen Ruhe hat. 6.000 Mann haben die nur. 5 können sie eigentlich nur unterstützen und 11.000 Mann in der Reserve, die sind tot. Haben die selbst Probleme oder? Ach, die haben nur 3 Provinzen. Naja gut, das ist keine Gefahr. Und Tunesien wird auch nichts tun, um die zu retten. Denke ich mal nicht. Das einzige Problem ist hier die hier, das Marokko. Die könnten uns tatsächlich in den Rücken fallen. Ich wüsste zwar jetzt nicht, warum sie es tun sollten, weil ich habe ja immer noch den Anspruch, den vermeintlichen Anspruch.
Ja, sollen wir jetzt noch ein paar Einheiten rekrutieren oder nicht? Wir machen es anders. Wir ziehen die rüber. Ja, wir ziehen die rüber. Schalten wir wieder auf 2 runter. Führen die zusammen. 16.000 Mann und 4.000 Reiter. Ein bisschen wenig Reiter für meinen Dafürhalten. Ja, wir werden mal 3.000 Mann. 3.000 Reiter müssen wir noch machen. Das ist nur so als Reserve. Hallo? Oh, geht doch. Wie hoch ist unser Truppenlimit? Ach, wir können noch 2. Unser Flottenlimit ist sogar schon ausgereizt. Wir können nur noch 2. So, wo sitzt denn schnell? 82 und 80. So, damit haben wir unser Truppenlimit dann erreicht. Was bringt es eigentlich, wenn man. Was war das eigentlich für ein Nachteil, wenn man. Was für ein Nachteil war es, wenn ich das Truppenlimit übersteige? Ja, hier steht jetzt, die Truppenlimits kosten 0,13 pro Monat. Unschön. Unschön, aber verständlich. So. Pausiert. 2000, ja, 2000 Reiter kommen noch mit. Die werden nachher kommen. Dann würde ich sagen. Nein, bis März müssen wir warten. Können wir schon den Krieg erklären? Bis zum 21. Nein, können wir noch nicht. Dann warten wir noch ein bisschen. So, es hat sich hier nichts geändert. Wie gesagt, Ziel ist eigentlich diese Provinz. Guck mal ganz kurz nochmal, dann zeige ich es euch. Weil die ist halt, ihr seht selbst, die lukrativste. Ich vermute mal, ich werde alles erobern müssen. Vielleicht annektiere ich auch komplett alles. Ich weiß nur nicht, ob das nicht mit der Überdehnung ein wenig zu heftig wird. Also, wir haben ja hier drüben, wo war das? Stabilität da? Haben wir Überdehnung. Die Überdehnung entsteht halt dadurch, dass wir halt Provinzen halt in unserem Reich integriert haben, die aber eigentlich sozusagen, ja, wie soll man sagen, besetzte Länder sind. Das sind noch nicht so richtig die Provinzen des eigenen Staates. Die sind erst dann Provinzen, wenn wir eine Kern, na, wie heißt es, eine Kernprovinz, wie es heißt, eine Kernprovinz machen. Und das kostet uns richtig Asche. Nichtsdestotrotz, ja, also ich denke mal, das werde ich mir auf jeden Fall schnappen. Ich würde zwar sagen, ich will den haben, weil ich hier nur Anspruch drauf habe. Aber eigentlich geht es mir um den. Ich weiß nicht, ob es mir gibt. Wartet mal ganz kurz. Geheimdienst. Ach, kann ich nicht. Es gibt keine passende benachbarten Provinzen, in denen Anspruch fingiert werden könnte. Weil das Ding ist, taugt ja nun mal gar nichts. Das taugt ja nun mal gar nichts. Was soll's? Vielleicht können wir die noch ein bisschen. Wie viel Geld haben die eigentlich? Kann man das irgendwo sehen? Wie viel Geld die haben? Schade. Naja, wir werden Krieg erklären. Eroberung von Langwatt. Krieg erklären. Schwupps. 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 Und dann. Ach, die haben jetzt schon Probleme mit der Moral. Achso, Pause ausmachen wäre vielleicht einfacher. So, wir haben wieder einen Papstbrief. Wer war hier mit dem Vatikan? Schwupps. Das können wir vergessen. Wann kommst du da an? 21. April. Ups. Ach, leck mich. Leck mich auch. Weiß ich. Interessiert mich nicht. Interessiert mich auch nicht. So, erwischen wir sie oder erwischen wir sie nicht? Sie fliehen. Das ist nicht weiter schlimm. Wir einfach jetzt Stück für Stück halt Kräfte dort. Ach, ich vergesse die Pause mal auszumachen. Belagerungskräfte halt ablegen. Und dann ist es eigentlich egal. Na, wenn jetzt irgendwo, mal wenn hier geht hier rum und will dann vielleicht irgendwie einen Dicken machen, dann Wayne, ist mir egal. Wo sind jetzt nur 18.000 angekommen? Schwupps, schwupps. Ja, es ist halt Wüste. Es ist halt Wüste. Oh, die kann nur 11. Ach, du Scheiße. Ach, schon, die war so beschissen. Ah, okay. Das war vielleicht jetzt nicht so schlau. Aber in 13 Tagen sind Nummer 2. Oh, wir haben sie erwischt. Sehr schön. Ups. So. Verlieren eine Stabilität, erhalten 3%. Oh. Und das ist der Punkt. Du bist gerade in den Krieg eingestiegen und kannst alles gebrauchen, nur das nicht. Wo war das mit der Wirtschaft? Da.
Inflation senken. Was kostet mich das? Aber Stabilität verlieren kann ich auch nicht. Ich nehme die Inflation, das hilft nichts. 75 Macht kostet mich das, es geht. Schwupps, schwupps, wieder auf 2,56% runter. Wir halten die Pause auf. Mit dem Kampf hier, 4000 gegen 13.000, beende ich diese Folge. Bedanke mich fürs Zusehen und freue mich aufs nächste Mal.